So, und liebe Freunde, dann sind wir auch schon in der nächsten Runde angekommen. Weiterhin im Modus frei für alle, diesmal aber im Industriekomplex. Auf einer Karte, wo wir, glaube ich, schon vor langer Zeit mal gespielt haben und dann lange Zeit nicht mehr. Ich bin gespannt. Ich habe gerade gedacht, da hinten steht gleich jemand bei uns. Haben wir überhaupt schon mal gespielt? Industriekomplex? Warte mal ganz kurz. Bahnverladebereich? Oh ja, da haben wir schon mal gespielt. Natürlich haben wir hier schon mal gespielt. Oh je. Da hinten sehe ich schon die ersten laufen. Da können wir uns auf jeden Fall nicht so wie in der letzten Runde ein Gebüsch holen und dann einfach mal rumcampen. Das wird hier nicht funktionieren. Oh, was können wir denn da machen? Cool. Sprengladung, die Wand wegsprengen. Na, das ist ja geil. Wo gibt's denn sowas? Mit einer Sprengladung die Wand wegsprengen. Na, das ist auch was, was ich noch nicht gemacht habe hier im Multiplayer. Im Singleplayer natürlich, aber im Multiplayer nicht unbedingt. So, na gucken wir mal. Ich gehe mal nach oben. Wie gesagt, frei für alle. Der Modus natürlich ein bisschen... Oh. Ein bisschen riskanter als der normale Modus mit zwei Teams, weil man hier eben nicht sagen kann, okay, da sind unsere Leute, da wird uns wohl schon nichts passieren. Das geht da nicht. Da kann uns jederzeit alles passieren. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der gehört da nicht unbedingt hin, oder? Dass mich der nicht gesehen hat. Oder hat er das? Oh, Abstimmung zum Aufruf von Muckimuck wurde gestartet. Na, guck mal einer an. Da sind sie mal wieder gegen uns. Wäre ja nicht das erste Mal. Hat aber beim ersten Mal schon nicht funktioniert. Also irgendwann mal vor. Keine Ahnung, wie vielen Folgen haben sie das schon mal versucht. Tja. Muckimuck wurde nicht rausgeworfen. Naja, wie auch. Bin ja noch hier. Weil ich gerade mal zwei Kills gemacht habe mit 0 Toten, oder was? Jetzt werde ich schon rausgeworfen. Na bitte, Freunde, wenn da 20 Kills mit 0 Toten wären, dann könnte man darüber mutmaßen. Aber bei 2? Und außerdem mache ich hier einen Livestream. Wenn ich hacken würde, dann würde das ja jeder sehen. Also bitteschön. Gut, das wissen die anderen natürlich nicht. So eine riesige Anlage und niemand hier. Na, vermutlich sind hier ganz schön viele. Ich würde mal behaupten, sogar 5-6 Leute hier im gesamten Raum. In der gesamten Halle. Aber die werden auch alle auf ihren Positionen stehen und darauf warten, dass irgendein Dödel da unten seine Kreise dreht. Tja. Niemand hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das fast schon als Kompliment. Wenn die versuchen, mich hier rauszuwerfen, das nehme ich fast schon als Kompliment. Ach, guck mal, wie cool das aussieht. Sogar mit dem Betrieb, das ganze System hier. Geil. Also man sieht schon die Details auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hier gab es ja auch im Singleplayer, so eine ähnliche Karte. Wo wir mal unterwegs waren in irgendeiner Kampagne. So, ich glaube, wir sollten mal die Position wechseln. Da werden wir nicht mal weit kommen. Hab ich da gerade wen gesehen? Nee. Aha. Da unten geht jeden Moment eine Sprengladung los. Okay. Aha. Die wurde ja wohl von der anderen Seite gezündet, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Das heißt, ganz so alleine sind wir hier nicht. Aber wo sind all die anderen? Der
anderen Seite war gerade jemand. Und hier hat uns damals jemand beschossen, als wir hierher gekommen sind. Wo sind die anderen? Ich bin natürlich jetzt hier wie ein Schisser unterwegs, aber das ist, glaube ich, ganz klar. Denn wie gesagt, frei für alle ist ein gefährlicher Modus. Überall könnte theoretisch jemand stehen. Du kannst nicht sagen, da ist dein Team, da verlasse ich mich darauf, dass da niemand ist. Die werden schon nachgeguckt haben. Nee. Da kann überall jemand sein. Es könnte theoretisch jetzt jemand unter uns sein und wir haben uns nicht gesehen. Wie eben gerade eben draußen auf der Terrasse saß ja auch einer. So, Jarek hat mal wieder die Führung übernommen. Genau wie in der letzten Runde. Man hört sie schießen, man hört sie schießen, man hört sie schießen, aber ich habe keinen Plan, wo sie sind. Na gut, wechseln wir mal unsere Posi. Das hat wenig Sinn hier drin, habe ich das Gefühl. Ich hoffe nur, dass wir hier irgendjemanden finden überhaupt im gesamten Industriekomplex, in der gesamten Halle hier, weil irgendwo muss doch jemand sein. Was wird denn da eigentlich alles verbrannt? Nur Schrott? Oder eingeschmolzen oder wie auch immer? Gebliese-Öfen. Haben wir solche Öfen nicht schon mal zerstört in der Kampagne? Geräuschkulisse ist auf jeden Fall sehr cool. Schritte hören wir hier auf jeden Fall aber dann keine. So viel muss auch klar sein. Au. Und wo kam der jetzt her? Scheißdreck. Habe ich mir doch gedacht, sobald wir die Position wechseln werden, wird uns irgendjemand hier erwischen. Freunde, das ist auf... Aha. Auf jeden Fall gar nicht mal so eine leichte Angelegenheit hier. Vor allem, wie riesig diese Halle ist. Hoppla. Guck dir das mal an. Hauptfabrikgebäude, das alles hier. Die Pressen, hier ist der Hinterhof, Hauptfabrikgebäude, lalalala. Na, holla die Waldfee. Und da könnte überall jemand sein. Und man sieht ja. 6 Kills ist derzeit das höchste der Gefühle. Und das ist nicht unbedingt viel. Also hier spielen alle etwas zurückhaltender. Na, guck mal, ich habe immer wieder ein bisschen die Minimap im Blick. Falls man Schritte hören sollte oder sonst irgendetwas. Und irgendwas passiert hier oben, glaube ich. Gehen wir mal langsam vorwärts. Nur nicht zu überstürzen. Ganz langsam. Und gucken mal. In den Untergrund wird sie theoretisch auch gehen. Ah. Und irgendwo im Untergrund ist, glaube ich, sogar einer, habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Aha. Na, das gibt's ja jetzt nicht, oder? Das ist ja jetzt nicht möglich. So, aber den holen wir uns. Freunde, ich glaube aber auch. Dreimal geschossen, dreimal daneben. Gegen die Kette habe ich geschossen, anstatt gegen ihn. Tja. So, immerhin der dritte Kill. Na, Gott sei Dank. Aua. Okay, da hat uns der nächste erwischt und ich glaube, er stand genau hinter uns. Ich glaube, der stand genau hinter uns. Das ist schwierig dort drin. Das ist auf jeden Fall sehr schwierig dort drin. Dort eine gute Position zu finden. Warte mal, stand da gerade einer? Nee. Und ich glaube, den wir hier gerade erledigt haben, das war genau derselbe, den wir da oben auf der Terrasse erledigt haben. Der mit dem roten Barett.
Es wäre schon ein großer Zufall, wenn genau hier zweimal derselbe Skin mit dem roten Barett rumlaufen würde. Okay, irgendjemand läuft hier aber gerade rum. Das gibt's ja gar nicht, der Lissek. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe ihn gehört, er hat mich gehört und zack. Weg sind wir. 3 zu 4. So viel zu unserer KD. Gerade eben haben wir noch eine 8er KD gehabt. Aber gut. Wenn man nur im Gebüsch rumsteht, kann man ja nicht viel falsch machen. So, aber die Runde ist noch nicht beendet. Wir haben gerade erstmal Halbzeit. 10 Minuten haben wir noch. Und schau mal einer an. Da direkt vor uns steht gleich jemand. Derjenige, der uns gerade eben noch erledigt hat. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da drüben schaut uns der nächste an. Na, jetzt geht's aber richtig los. So. Na gut, Freunde, das hat ja schon mal gut funktioniert zumindest. Da bin ich schon mal sehr stolz drauf gerade. Wie schaut's aus hier? Jemand zu Hause? Der Server muss ja randvoll sein. 16 Spieler sind hier. Wo die sind, kein Plan. Keinen Plan. Da hat wahrscheinlich jeder so seine eigene Position, die er eben gerade so inne hat. Okay, unter uns läuft einer. Mittlerweile nicht mehr unter uns. Und mittlerweile auch nicht mehr ganz so alleine. Okay, jetzt wieder unter uns. Weg. Oh. Na hallo. Sanna 12-12. Eieieiei. Das war scheiße. Hätten wir eine Sekunde früher geschossen, hätten wir da auf jeden Fall einen perfekten Headshot erledigen können. Schade, schade, schade. Oh, da kommt gleich der nächste. Na, guck mal. Hoi. Na, hallo, Freunde. Hoppla! Und was passiert jetzt? Ah, da kommt wieder einer. Ganz leise. Wir wollen ja irgendwas auch haben, wo wir halbwegs leise unterwegs sind. Wobei ich gar nicht wusste, dass die 1911 oder wie auch immer die Pistole heißt, die wir gerade dabei haben, schallgedämpft ist. Ist sie das überhaupt? Ich sehe jetzt keinen Schalldämpfer. Boah, da haben wir aber jetzt gerade ordentlich aufgeräumt hier, Freunde. Jetzt bin ich aber ein bisschen stolz gerade. So, ich versuche mal wieder ein bisschen in Höhe zu gewinnen. Auch wenn es nicht viel ist. Aber dass wir zumindest mal wieder von hier mitmischen können. Wo sich der Großteil der Action vermutlich eher da hinten abspielen wird. Oder eben im Hinterhof, von dem er gerade kam. Da ist nichts. Was war das? Was war das? Ist wieder ein bisschen eine Scheißstelle hier gerade.
Hä, was ist denn jetzt los? Wo kommt denn der her? Der muss da oben drin sitzen. Der hockt 100 pro da oben drin. Das war... Ja, definitiv alles andere als der Plan, den ich gerade vorhatte. Das war peinlich. Das war wirklich einfach nur peinlich. Das sollte mir nicht passieren. Vor allem mit der Erfahrung aus der Kampagne. Einfach mal hier blöd rumzuspazieren und plötzlich wieder oben zu landen. Das war ein bisschen doof jetzt gerade. Das war tatsächlich ein bisschen sehr, 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 sehr doof. Hallo? Darf ich hier rein? Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr, Leute? Ich höre jemanden. Aber dieser jemand hört uns nicht. So, der Jarek. Ein alter Bekannter. Ah, da gibt es die Sprengladungen. Die liegen also einfach so offen hier rum. Okay, okay, okay. Warte mal, da oben ist auch jemand, habe ich gerade gesehen. Irgendwo da hinten in den Büroräumen. Und der Jarek kommt wieder und holt sich seinen Kill zurück. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay. Dir rächt sich. Ja? Woher kam der Schuss? Hallo? Ist doch lustig, dass genau hier jemand rumläuft, wenn ich da gerade spawne. Ja. Ah, guck mal, der Mike hat eine Kill-Serie, jetzt durch unseren Kill. Na, Glückwunsch. Gratulation, mein Lieber, Gratulation. So, ich gehe mal ganz kurz hier rein. So, und ich glaube, das waren jetzt diese Büroräume, die wir gerade eben gesehen haben. Oh. Huhu! Hallo! Ich glaube, der wollte uns gerade messern. Und gerade eben, gut, dass es mir noch nicht rausgerutscht ist, gerade eben wollte ich sagen, tja, jetzt natürlich ist es Lea. Au. Der Jarek, natürlich, wie auch sonst. Sitzt da oben tatsächlich noch einer drin und einen fetten Headshot können wir dem verpassen. Na, holla die Waldfee? Wo kommt der denn her? Bestimmt aus dem Spawn. Ja gut, bei 16 Spielern ist das natürlich ein bisschen schwierig, die Spawnpunkte so genau zu errechnen, dass jetzt nicht unbedingt gleich einer neben dir... Tja, und ich sehe die Mine noch, dass sich unbedingt genau einer neben dir spawnt, der Jarek. Auch noch die Mine vom Jarek, unglaublich. Guck mal, wir sind genau hier wieder gespawnt, von gerade eben. Jetzt gehe ich aber nicht da lang, jetzt habe ich Angst. Der Weg wäre frei, aber jetzt habe ich Angst. Ah. Ah. Huch, wo bin ich denn jetzt? Bewaffnung? Nee, lieber nicht. Achso, Steuerung links. Da kommen wir rein in die Bewaffnung. Wir sind schon wieder hier. Das ist ja gar nicht möglich. Immer wieder derselbe Punkt. So, wo hockt denn dieser jemand jetzt eigentlich, der uns da die ganze Zeit niederballert? Muss ja wohl irgendwo hier sein. Im Turm dort hinten? Kein Plan. Aha. Was passiert denn da hinten gerade?
ziemlich viel los hier. Was macht der? Mhm. Das ist der BR, den wir vorher erledigt haben. Oh, Niederlage. Ist das Spiel schon aus? Oh, hoppla. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Okay. Da ist das Spiel schon aus. Wir haben lange da keine Auszeichnung erhalten. Gerade mal 4 von 16 Leuten, die keine Auszeichnung haben. Und wir sind leider einer davon. Und waren auch nicht unbedingt so wirklich gut. Wir haben eine Leistung von 0, aber das heißt ja nichts. Mit 11 Kills und 12 Toten. Also leider eine negative KD. Aber naja, muss halt eben auch hin und wieder mal passieren. Immerhin, wir sind weiterhin auf guten Kurs Richtung Staff Sergeant Mark IV, dem 10. von insgesamt 50 Rängen.